Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem kleinen weiteren Video von mir. Ich zeige euch heute ein bisschen was zu Hellblade: Senua's Sacrifice 2 bzw. Hellblade: Senua's Saga. Es gab jetzt nämlich den zweiten Trailer, den gucken wir uns gleich auch gemeinsam an. Aber drumherum gibt es so ein bisschen Fakten, noch nicht sehr viel, aber die trage ich für euch auch zusammen. Die werde ich euch gleich also erzählen. Viel Spaß dabei. Kommen wir also nun zum zweiten Trailer, den wir auf der Xbox Showcase sehen durften, beziehungsweise auf der zweiten Xbox Showcase. Was ein bisschen kurios war, weil viele das in meinem ersten Teil erwartet hätten, weil es eigentlich ein ziemlich großer Titel ist und ein ziemlich cooler Titel ist. Aber haben sie wohl ein bisschen anders gesehen. Ich könnte mir tatsächlich denken, dass es daran liegt, dass es halt noch kein finales Gameplay-Material dazu gibt, sondern dass wirklich alles ein Concept-Trailer ist, so nennen sie es selber. Also Ninja Theory, die Entwickler nennen es tatsächlich so selber. Und deswegen haben sie es vielleicht so ein bisschen in das zweite Event geschoben. Selber fängt der zweite Trailer auch damit an. All game footage work in progress and not final. Also es ist tatsächlich nicht das Endgültige, was wir zu sehen bekommen, sondern eher halt so eine Art Konzept. Gucken wir mal gleich rein in den Trailer. Und da werden wir sofort sehen, dass wir auf jeden Fall eine ganze Menge cooler Grafiken sehen. Und nicht nur irgendwelche coolen Grafiken, sondern das könnte tatsächlich das erste Spiel sein, was am Ende in der Unreal Engine 5 gebaut wird. Und die Unreal Engine 5 ist der Wahnsinn. Ich freue mich, dass ich eine 3080 habe und ärgere mich tatsächlich ein Stück weit, dass ich die 3090 damals nicht genommen habe. Und wenn ich so an die ganzen Grafikkartenpreise denke, die da draußen gerade so aufgerufen werden, dann tut es mir für jeden leid, der momentan keine aktuelle Grafikkarte hat, weil das wird geil. Oder ihr macht es halt über die Xbox, das geht natürlich auch über die neue, ne? So ist es nicht. Aber auch die muss man ja erstmal bekommen. Wir spielen also wieder die gute alte Senua, sind wieder in der nordischen Mythologie unterwegs und werden auch hier wieder eine ganze Menge von diesen ganzen psychischen Krankheiten, die sie im Endeffekt hat, zu sehen bekommen. Und das wird auch sehr intensiv wieder dargestellt werden. Was im ersten Teil sehr gut gemacht wurde, meiner Meinung nach, nicht übertrieben mit zu viel Geflimmere, Geflackere, was viele andere kleinere Horrortitel vor allen Dingen ganz gerne machen. Das finde ich immer ein bisschen störend und nervend. Hierbei haben sie es bis jetzt sehr gut hingekriegt und ich hoffe tatsächlich auch, dass sie da bei der Linie durchaus auch ein Stück weit halt bleiben. Wann das Spiel rauskommt, ist auch noch eine ziemlich interessante Sache. Und zwar, es gibt dazu tatsächlich bis jetzt nur Spekulationen, aber durchaus glaubwürdige Spekulationen, die so Richtung 22, 23 gehen. Also man rechnet mit Ende 2022, Anfang 2023. Hier sehen wir jetzt den zweiten Trailer, der ist schon ein bisschen älter, den kennt man auch durchaus, aber um sich halt ein gewisses Bild davon zu machen, ist es das Beste, was man momentan machen kann. Vor allen Dingen, weil es halt auch tatsächlich nicht so großartig was drumherum gibt, was man zeigen kann. Aber auch hier sieht man tatsächlich auch schon grafisch, ist es halt auch wieder wirklich sehr, 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 sehr gut mit dabei. Ein ziemlich interessanter Punkt ist tatsächlich noch die preisliche Frage. Bei den ganzen PlayStation-Spielen, die jetzt rauskommen, vor allen Dingen AAA-Titeln, kannst du ja auch gut und gerne mal 100 Euro loswerden. Das Spiel hier wird von Anfang an auch im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen. Also das Abo-Modell. Muss jeder selber wissen, ob er das gut findet oder nicht, aber unterm Strich muss man tatsächlich sagen, so ein Singleplayer spielst du vielleicht einmal, zweimal, dreimal und wenn du es dann jeweils einen Monat holst und sofort wieder abbestellst, kommst du am Ende des Tages vielleicht bei 30, 40 Euro raus, kannst aber noch alles andere in der Zeit spielen, bist also viel, 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 viel günstiger mit dabei. Das ist also ehrlich gesagt ein ziemliches Brett, vor allen Dingen gegenüber Sony, wenn man mal bedenkt, dass die beiden halt irgendwie da immer noch ein Stück weit mit dem Clinch sind. Und uns PC-Leute, ich bin ja nun mal auch irgendwo einer, kann es auch sehr, sehr freuen, denn wir profitieren davon auch, denn der Xbox Game Pass gilt ja tatsächlich auch auf dem PC. Also eine sehr interessante Sache. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wir irgendwann dann ein bisschen mehr sehen von Hellblade: Senua's Sacrifice 2 oder Hellblade: Senua's Saga, so heißt es ja tatsächlich. Denn das könnte nach wie vor eines der besten Titel sein, die da so demnächst rauskommen. Bin ich felsenfest von überzeugt, die sind super gut in dem, was sie tun. Auch der erste Teil war mega gut. Ich freue mich da tierisch drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Wenn es neuere Informationen gibt, werde ich irgendwann natürlich noch ein weiteres Video machen oder sowas dergleichen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch für die Likes, danke auch für die Abos, danke auch für die Spenden. Warte mal, hier gibt es gar keine Spenden. Aber danke auch für jeden Kommentar. Erzählt mir ruhig, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr euch freut oder nicht. Bis zum nächsten Mal.